Shalom und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Tachles Arena des Zentralrats der Juden in Deutschland. In genau einem Monat findet die Bundestagswahl statt. Grund genug für uns nachzufragen, wie koscher denn die Wahlprogramme unserer demokratischen Parteien sind und wofür die Kandidaten stehen. Mein Name ist Ilanit Spinner und ich begleite Sie durch die Tachles Arenen. Heute bei uns zu Gast ist der Spitzenkandidat der FDP, Christian Lindner. Herr Lindner, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen in der Tachles Arena. Ja, für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werde ich auch heute wieder ganz genau hinschauen und hinhören. Denn ich will für Sie in Erfahrung bringen, wie die FDP und Ihr Spitzenkandidat zu den Themen stehen, die die Jüdinnen und Juden in unserem Land bewegen und beschäftigen. Vielen Dank an dieser Stelle auch wieder für die zahlreichen Zusendungen Ihrer ganz persönlichen Fragen, Anliegen oder Sorgen. Ja, und bevor Herr Lindner und ich jetzt gleich Tachles miteinander reden, möchte ich den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden, Marc Deino, ganz herzlich willkommen heißen und ihm jetzt auch erstmal das Wort übergeben. Vielen Dank. Herr Lindner, wie haben Sie in Ihrer Jugend jüdisches Leben in Deutschland wahrgenommen? Und was hat sich in der Zwischenzeit verändert? In meiner Jugend hatte ich beklagenswert wenig Kontakt im Alltag zu jüdischem Leben. Ich bin in Wermelskirchen, einer kleinen Stadt, aufgewachsen. Da war das kein Thema. Erst später für mich. Und was ich beklagenswert finde, ist insbesondere, dass ich in meiner Schullaufbahn keinen Besuch in Auschwitz hatte. Und ich bin der Meinung, dass jede Schülerin und jeder Schüler einmal konfrontiert werden muss mit der deutschen Geschichte, der Shoah. Ich bin erst sehr viel später in Auschwitz gewesen. Das hat in vielerlei Hinsicht auch mich selbst verändert. Und deshalb glaube ich, gerade weil ich selber als junger Mensch diesen Kontakt nicht hatte, es sollte in das normale Curriculum aufgenommen werden, dass alle junge Menschen einmal einen solchen Besuch machen. Finde ich sehr gut. Was hat sich seitdem verändert? Ach so, ja, viel Kontakt zu jüdischem Leben in Deutschland habe ich ganz persönlich. Auch die Vielfalt des jüdischen Lebens erfahre ich ganz regelmäßig. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und persönliche Freunde, die den jüdischen Glauben haben. Insofern jetzt, heute in meinem Alltag ist es präsent. Also wirklich wortwörtlich Alltag, jeden Tag. Schön. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Besuch in einer Synagoge? Ich wüsste gar nicht, wann das gewesen ist. Ich weiß nur die letzten Besuche. Ich war unlängst in Halle, ich war bei Rabbiner Teichtal, ich war bei der Jubiläumsveranstaltung des Zentralrats in der Oranienburger Straße. Und deshalb weiß ich übrigens auch, wie vielfältig jüdisches Leben in Deutschland ist. Wenn man jetzt Oranienburger Straße vergleicht mit der Arbeit von Rabbiner Teichtal in seiner Gemeinde. Also die Vielfalt habe ich alleine durch diese Kontakte erlebt, jetzt auch in den letzten Wochen. Welchen Besuch haben Sie besonders in Erinnerung behalten? Der letzte Besuch in Halle, aufgrund der schrecklichen Vorgeschichte. Aber ich will jetzt nicht, das ist dann nur wieder Moll. Ich will jetzt lieber Durtöne anschlagen. Dann der Besuch bei Herrn Teichtal, der mir gezeigt hat, was er an Schulzentrum jetzt aufbaut. Ich bin durch den Rohbau gegangen. Und das ist jetzt vielleicht für den Beginn des Gesprächs einfach die bessere Tonlage, der Optimismus, die Vielfalt jüdischen Lebens, die Perspektive, die gemeinsame Zuversicht, dass wir hier etwas miteinander aufbauen. Also will ich den lieber nennen als letzten Besuch. Das finde ich angemessen. Das ist nicht immer nur Moll, auch ja, Dur. Richtig. Wann waren Sie denn das erste Mal in Israel? Vor einigen wenigen Jahren in Tel Aviv und in Jerusalem, privat. Und das hat mich fasziniert. Zum einen Tel Aviv, dieses elektrisierende Leben, die Lebensfreude. Lebensfreude auch angesichts immer bestehender Risiken. Sicherheitsrisiken, die Gastronomie, die Start-up-Szene, die vielen jungen Menschen. Das also, hat mein Lebensgefühl angesprochen. Und auf der anderen Seite Jerusalem, Altstadt. Dort muss man sein, weil ohne dieses Gefühl aufzunehmen in der Altstadt von Jerusalem, das Nebeneinander und zugleich die Spannung, kann man, glaube ich, den Konflikt in der Region insgesamt gar nicht nachfühlen.
Dann kann man ihn intellektuell verstehen, aber kann man ihn nicht nachfühlen. Jetzt wollte ich in den letzten 2 Jahren 2-mal mit einer Delegation nach Israel reisen. Leider pandemiebedingt 2-mal verschoben. Ist also ein Vorhaben jetzt für die allernächste Zeit. Vielen Dank. Und ich möchte Sie bitten, Platz zu nehmen. Das mache ich gerne. Ja. Vielen Dank. Gerne. Herr Lindner, die FDP will nach 8 Jahren ohne Regierungsbeteiligung zurück an die Macht. 2017 wurde ihrer Partei nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen mangelndes Verantwortungsbewusstsein vorgeworfen. Sind Sie jetzt bereit, Regierungsverantwortung wieder zu übernehmen in Deutschland? So wie damals. Aber genauso wie damals gilt, dass wir eine Linksverschiebung der deutschen Politik nicht unterstützen würden. Das war 2017 geplant. Wir haben in Deutschland aber nicht zu wenig Staat, sondern zu wenig Freiheit. Und deshalb würden wir gerne eintreten in eine Regierung der Mitte, die in Deutschland für solide Finanzen, digitale Modernisierung, für Weltoffenheit und Toleranz eintritt. Aber nicht eine, die nur mehr Subventionen und Umverteilung möchte, die in das tägliche Leben der Menschen ins mikroskopisch Kleinste eingreifen will. Dafür braucht man uns nicht. Wir sind ja eine liberale Partei. Das heißt, regieren ja, aber nicht zu jedem Preis. Genau. Was wäre Ihre Wunschkoalition, wenn Sie sich's aussuchen könnten? Mit wem könnten Sie sich vorstellen, ab Herbst zu regieren in Deutschland? Die inhaltliche Nähe ist ganz sicherlich bei CDU und CSU und FDP größer als in anderen Konstellationen. Wird aber wohl nicht reichen, wenn wir uns genau die Werte heute anschauen. Deshalb wird mutmaßlich, wenn unser Ziel erreichbar ist, eine schwarz-grüne Mehrheit zu verhindern, müsste derjenige, der Kanzler werden will, also in dem Fall Herr Laschet, entscheiden, welche weitere Partei hinzugebeten wird. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir nicht deckungsgleich mit der CDU sind. Sie haben auch gewiss verfolgt, dass im Wahlprogramm der CDU etwas von Steuerentlastung steht, was zutreffend und richtig ist. Nach einer Wirtschaftskrise müssen wir einen Aufschwung organisieren. Herr Laschet davon aber Abstand genommen hat und nun Steuererhöhungen gar nicht mehr ausschließt. Herr Söder, was ja für Sie nicht in Frage kommt, das haben Sie ja immer klar gemacht. Genau, das ist eine Leitplanke für unsere Regierungsbeteiligung. Und die andere Leitplanke, die in Frage gestellt wird, ist die Schuldenbremse des Grundgesetzes. Wir haben bereits auch vor der Pandemie eine zu hohe Belastung der jüngeren Generation gehabt. Das ist noch größer geworden. Da ist es kein guter Rat, jetzt das Schuldenmachen erst recht noch zu erleichtern, sondern das ist die zweite Leitplanke. Auch die wird von der Union in Frage gestellt. Aber das unterstreicht vielleicht auch die Rolle, die die FDP einnehmen kann in einer Regierung. Denn von dieser CDU-CSU ist scheinbar nicht mehr zu erwarten, dass alle grünen Wünsche, das Land nach links zu bringen, zurückgewiesen werden. Ich glaube, da können wir einen guten Beitrag leisten. Und dennoch, Sie haben vor kurzem im Interview, als es um das Thema ging, nach Nordrhein-Westfalen geblickt. Dort sind ja FDP und CDU in der Macht, haben gesagt, das ist eine Erfolgsgeschichte. Gut, da würde ich jetzt so ein bisschen widersprechen. Da gab es in den letzten Monaten und Wochen auch große Streitfragen. Wäre das dann etwas, was uns auf Bundesebene auch erwarten würde, dass es da ständig dann zu Streitereien innerhalb der Parteien kommt? Es gibt immer einmal Meinungsunterschiede. Das ist, glaube ich, in der Demokratie normal. Und eine Koalition ist ja auch keine Fusion von Parteien. Aber entscheidend ist doch, gibt es ein Vertrauensverhältnis, das es erlaubt, dass jeder der Partner sich auch wiederfindet. Die entscheidende Frage ist eine Zusammenarbeit getragen von der Fairness, auch anderen einen Erfolg zu gönnen. Und das kann ich in Nordrhein-Westfalen trotz aller Meinungsunterschiede diesmal geben kann, sagen, das ist ein gutes Verhältnis. Auf der Bundesebene wird man das nicht 1:1 übertragen können, das wissen Sie und das weiß ich auch. Alleine, weil eine schwarz-gelbe Mehrheit, wie Sie gerade bestürzenderweise ja prognostiziert haben, nicht unbedingt wahrscheinlich ist zum jetzigen Zeitpunkt. Es bleibt spannend. Herr Lindner, die FDP hat im Mai im Bundestag einen Antrag gestellt für jüdische Vielfalt in Deutschland. Da geht es vor allem auch um Bedürfnisse, um Perspektiven für Jüdinnen und Juden in unserem Land. Ich möchte da im Laufe der Gesprächsrunde da noch ganz dezidiert drauf eingehen, möchte aber erstmal auf ein anderes Thema, das Ihnen auch wichtig war, in diesem Antrag zu sprechen kommen, nämlich besserer Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Was schlagen Sie da vor, um die Sicherheit zu gewährleisten und auch langfristig voranzubringen, nachhaltig voranzubringen?
Der erste Schritt ist vielleicht der, zu erkennen, von wo die Bedrohungen kommen können. Und wir müssen den Blick... Von überall. So ist es. Darauf wollte ich hinaus. Wir brauchen eine 360-Grad-Perspektive für den Schutz jüdischen Lebens in unserem Land. Das kann von rechts, links, aus bestimmten religiösen Milieus kommen. Und wir brauchen eine umfassende Wahrnehmung, von wo die Bedrohung kommen kann. Dass im Übrigen auch Antisemitismus verkappt in der Form der sogenannten Israel-Kritik auftreten kann. Auch das müssen wir erkennen und bekämpfen. Durch Aufklärung in den Schulen und offenen Diskurs, aber auch durch Sicherheitsbehörden, die robusten Schutz bieten. Das muss eine der Aufgaben sein, dort, wo es noch nicht gewährleistet ist, die Sicherheitsbehörden so zu ertüchtigen und auszurüsten, dass jüdisches Leben geschützt wird. Ich erinnere in der Vergangenheit Fälle, wo um einen solchen Schutz nachgesucht worden ist und örtliche Sicherheitsbehörden die Sicherheitslage anders eingeschätzt haben. Im Nachhinein hat sich das gelegentlich als falsch herausgestellt. Müsste dann auch Polizei beispielsweise umgeschult werden oder da Nachschulungen machen, um da einfach besser vorbereitet zu sein? Ich fürchte ja. Ich fürchte, an manchen Stellen ist die besondere Gefährdungslage auch bei unserer Polizei nicht hinreichend bekannt, ist die Sensibilität zu gering. Man glaubt, man hat anderes, was gerade wichtig ist und das wird schon gut gehen und das ist nicht der Fall. Und das haben viele Beispiele gezeigt. Ich nenne nur jetzt das eben schon angesprochene Beispiel Halle. Und da müssen die Sicherheitsbehörden als Ganze eine höhere Sensibilität haben. Dafür machen wir uns jedenfalls stark. In Ihrem Antrag geht es auch um das Abstimmungsverhalten Deutschlands bei den Vereinten Nationen und vor dem Menschenrechtsrat. Ja. Nur noch mal als Hintergrund. Also Deutschland hat 11 der letzten 17 Anti-Israel-Resolutionen zugestimmt. Ähnlich sieht es auch beim Menschenrechtsrat. Da gibt es nach wie vor dieses sogenannte Item 7. Was heißt, bei jeder regulären Sitzung geht es um das Thema Israel, geht es um mögliche Resolutionen. Kein anderes Land der Welt wird da so ausgesondert wie Israel. Jetzt haben Sie 2019 im Bundestag einen Antrag gestellt, um eben nicht länger diese anti-israelischen Resolutionen zu unterstützen. Ja. Der Antrag, das wissen Sie selbst, der wurde abgelehnt. Nun tut man sich als Opposition bei sowas immer schwer, solche Sachen durchzusetzen. Wie sieht es aber bei solchen Themen konkret aus? Sollten Sie ab September der Bundesregierung mit angehören? Wir wollen die einseitige Kritik am Staat Israel in den Vereinten Nationen überwinden. Und deshalb kann Deutschland oder muss Deutschland seinen Einfluss geltend machen, auch innerhalb der Europäischen Union, dass es da eine objektivere und eine weniger einseitige Betrachtung gibt. Das ist eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Priorität deutscher Außenpolitik. Wir haben dort eine besondere Verantwortung. Und das auch in doppelter Hinsicht. Natürlich aufgrund unserer deutschen Geschichte. Das ist ja völlig klar, dass die deutsche Staatsräson ist, das Existenzrecht Israels zu verteidigen vor dem Hintergrund unserer historischen Verantwortung. Mir ist das aber ein noch nicht hinreichendes Argument. Es gibt noch ein zweites Argument, das ich nennen will. Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat. In der Region der einzige demokratische Rechtsstaat, in dem die Geschlechter Gleichberechtigung haben, Meinungsfreiheit, eine vitale, bisweilen äußerst lebendige Demokratie und ein äußerst lebendiger Parlamentarismus. Und alleine weil Israel unser Wertepartner ist, müssen wir doch auch als Europäerinnen und Europäer eine besondere Verpflichtung auch dieser Demokratie gegenüber wahrnehmen. Und das würden wir gerne mit auch in die deutsche Regierungspolitik, mit in die deutsche Außenpolitik tragen. Also ich stimme da mit Ihnen natürlich ein, aber nichtsdestotrotz, solche Anträge wurden ja regelmäßig meistens von Ihrer Partei gestellt, sind aber immer abgelehnt worden. Also nochmal konkret, wie wollen Sie das jetzt aber dann künftig durchkriegen? Was soll sich da dann ändern? Das wird ein Gespräch innerhalb einer nächsten Koalition sein, dass Deutschland dies mit zu einer Priorität seiner Außenpolitik macht. Ich hoffe und setze darauf, dass in einer neuen Regierungszusammenarbeit bald es hier zu einer anderen Positionierung kommen kann. Das erfordert natürlich auch den Mut innerhalb der Europäischen Union,
gelegentlich zu widersprechen. Und da ist man sich ja selbst oft nicht einig, das ist ja auch ein großes Problem. Genau, und da sprechen Sie einen der Gründe an. Ich will jetzt gar nicht hier zum Beispiel Herrn Maas solche Vorwürfe exklusiv adressieren. Dort sagt man ja, wir bleiben im Europäischen Verbund und können dann Einfluss nehmen und dann müssen wir nolens, volens vielleicht im Europäischen Verbund auch einer Formulierung zustimmen, die wir selbst vielleicht nicht wählen würden. So, glaube ich, geht ja seine Argumentation. Nur das darf uns eben nicht schon beruhigen, sondern das muss dann im Gespräch auch der Außenministerinnen und Außenminister in Europa ein Thema werden. Das ist vielleicht nicht gleich zu lösen, aber muss ein Thema sein und darf vielleicht auch nicht davor zurückscheuen, vielleicht einmal auch als Bundesrepublik Deutschland eine einzelne Position einzunehmen. Ich will bei einem ähnlichen Thema bleiben. Nun gibt es viele Punkte in Ihrem Antrag, die die Jüdinnen und Juden in unserem Land sicherlich sehr begrüßen. Es sind aber auch einige Punkte, die die jetzige Regierung auch schon eigentlich geplant hatten, die aber dann gescheitert oder nicht durchgesetzt worden sind. Beispielsweise auch die Alterssicherung jüdischer Einwanderer zum Beispiel zu gewährleisten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da ist bis heute gar nichts passiert. Was will die FDP da anders machen? Die Punkte sind da, aber was ist mit der Durchsetzung? Das ist eine Frage der Gesetzgebung. Jüdische Einwandererinnen und Einwanderer müssen den Spätaussiedlern gleichgestellt werden im Rentenrecht. Die haben mitunter nicht die Chance, dass ihre Lebensleistung im Ausland in der deutschen Alterssicherung anerkannt wird. Und mir erschließt sich nicht, warum gegenüber Spätaussiedlern es hier eine Ungleichbehandlung gibt. Das kann man auflösen. Ich habe gehört, dass Herr Scholz ja auch die Zusage gemacht hat, dass bestimmte Härtefallfonds gebildet werden. Das ist noch nicht realisiert. Nee, das ist auch keine neue Forderung. Also, genau, das hat er noch nicht realisiert. Er hat das zugesagt. Möglicherweise muss dann sein Nachfolger die Zusage einlösen. Wären Sie das dann möglicherweise? Ich wäre bereit, wenn es die Gelegenheit gäbe, die Aufgabe zu übernehmen, ja. Für Religionsfreiheit, das sage ich jetzt einfach mal so, ist, glaube ich, fast jede demokratische Partei bei uns im Land. Ja. Da geht es immer nur darum, wie genau legt man das aus? Was sind da die Voraussetzungen? Und oftmals, wenn man über das Thema Religionsfreiheit redet, denkt man einfach an das Tragen einer Kippa, eines Kopftuches. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Die Bandbreite ist riesig. Da gibt es beispielsweise das Schächten, also koscheres Fleisch. Da gibt es die Brit Milah, die Beschneidung. Da gibt es zum Beispiel Feiertage. Und das wäre mein nächstes Thema. Da gibt es die Feiertage. Sie nehmen es schon vorweg. Da haben wir nach wie vor das große Problem in vielen Studienzweigen. Genau, gerade im medizinischen Bereich, dass viele Prüfungen an einem selben Tag wie einem sehr hohen jüdischen Feiertag stattfinden. Diese Termine sind nicht verschiebbar. Da muss sich dann ein Student überlegen, will ich meine Religion ausüben oder will ich mein Medizinstudium voranbringen? Wie will die FDP mit all diesen Themen umgehen? Also gerade dieses Beispiel der Feiertage haben wir schon verschiedentlich thematisiert. Und wissen Sie, ich finde, das ist nun wirklich ein leichtes. Das ist nun wirklich das ist eine organisatorische Frage. Aber ist bis jetzt immer noch nicht passiert. Ja, genau. Das ist ja kein neues Thema. Sie haben völlig recht. Aber es ist dennoch eigentlich leicht zu lösen. Dahinter steckt keine schwierige ethische Abwägung, sondern es ist ein reines Organisationsthema der Rücksichtnahme. Und das müssen wir gemeinsam organisieren. Das sollte auch ein Signal sein, das vom Bund ausgeht. Es sind vielfach ja hochschulinterne oder Länderfragen. Aber ich finde, wenn wir uns gemeinschaftlich darauf verstehen, dass wir die Vielfalt jüdischen Lebens in unserem Land sichtbar machen, dass der Glauben praktiziert werden kann. Wie gesagt, das ist wirklich ein leichtes. Klar, vor Ort möchte man gerne einen einheitlichen Prüfungstermin haben und so weiter und so fort. Aber darauf Rücksicht zu nehmen, ich finde, das ist nicht zu viel appelliert. Und dieses Signal kann der Bund aussenden, mit seinen Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Sie wissen, die Bildungskompetenz liegt woanders, ja. aber man kann es thematisieren. Ja, und man kann es thematisieren und auch im Gespräch von Bund und Ländern aufbringen. Also ja, wundere mich, dass das immer noch ein Thema sein musste, als mir das vorgetragen worden ist. Wir haben ja eine Reihe auch von jüdischen Studierenden, die in der FDP-Bundestagsfraktion einen Job haben. Neben der Arbeit am Abschluss, als die das vorgetragen haben, mir war es gar nicht bewusst, dass das ein Problem sein kann, weil es eigentlich ja nur ein leichtes ist, Rücksicht zu nehmen. Würde man meinen. Ja, würde man meinen.
In einem Monat, im September, finden die Maccabi Games in Düsseldorf statt. Das ist eine riesengroße Sportveranstaltung mit hunderten jüdischen Sportlerinnen und Sportlern, die aus ganz Europa zusammenkommen. Nun würde man meinen, Herr Lindner, Sport ist etwas, das verbindet, ja, das Brücken baut. Das ist aber leider nicht immer so. Und da würde ich Ihnen gerne folgenden Einspieler zeigen. Legen Sie los. Guten Tag, Herr Lindner. Ich bin Leonard Kaminski, Politikberater aus Berlin. Und in meiner Freizeit spiele ich Fußball für TuS Maccabi Berlin, den jüdischen Sportverein. Allein mein Team hat schon mehrfach Erfahrungen gemacht mit antisemitischen Bedrohungen und Pöbeleien. Einmal wurden wir sogar schon von der Polizei vom Platz eskortiert, damit nichts Schlimmeres passiert. Das ist aber nicht nur die Erfahrung von TuS Maccabi Berlin, sondern von jüdischen Sportlerinnen und Sportlern bundesweit und auch nicht nur von Sportlerinnen und Sportlern, sondern von jüdischen Menschen generell in ihrem Alltag, dass sie aggressive Erfahrungen mit Antisemitismus machen, entweder wirklich im echten Leben oder auch Pöbeleien und Bedrohungen in den sozialen Medien. Mich interessiert und ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie Sie und Ihre Partei gedenken, mit Antisemitismus umzugehen, mit aggressivem Antisemitismus, wie Sie gedenken, jüdische Menschen in Deutschland dagegen zu schützen, und zwar auch gegen Formen des israelbezogenen Antisemitismus und überhaupt jegliche Art von Antisemitismus, die wirklich aus allen Ecken der deutschen Gesellschaft kommt. Vielen Dank. Ja, wir hatten das Thema gerade ja schon einmal angesprochen. Es ist erstens eine Frage der robusten Sicherheit, die die Behörden leisten müssen. Es ist zweitens eine Frage der Aufklärung und des Diskurses auch über Vorurteile und antisemitische Stereotypen. Ich sagte gerade schon, das Wort Israel-Kritik alleine macht das ja deutlich. Ich glaube, wir dürfen alle nicht schweigen, wenn wir mit Ressentiments konfrontiert werden. Darf man nicht schweigen, weil man glaubt, das ist jetzt unbequem zu widersprechen, kostet Zeit. Mein Satz ist, wer schweigt, stimmt zu. Man muss widersprechen. Und wir müssen darauf achten, dass die Strafverfolgungsbehörden etwa in der Lage sind, auch in Online-Medien Antisemitismus zu bekämpfen, Hate Speech zu bekämpfen. Da kommen wir später übrigens noch ganz dezidiert drauf zurück. Ah, okay, alles klar. Dass Sie Bescheid wissen, ja. Ja, okay, also dann habe ich jetzt schon den Merkposten ausgesprochen, genau, dass dort zum Beispiel Staatsanwalten und Strafverfolgungsbehörden auch, ich sage mal, online in der Weise ausgerüstet sind, dem nachzugehen. Und um noch mal kurz auf das Thema Sport, eben Antisemitismus im Sport anzugehen. Also ja, wir haben das ja gerade gehört und es ist auch wirklich so, wenn man sich die Statistik anschaut, 39% der Maccabi-Mitglieder sagen, sie sind schon einmal mit Antisemitismus im Sport konfrontiert worden. Das ist eine sehr hohe Zahl. Sind da nicht auch, ist da nicht der organisierte Sport in Deutschland in der Verantwortung, was zu tun? Den Antisemitismus zu thematisieren. Auch da darf es von Faninitiativen und von Vereinen keine Toleranz geben, sondern natürlich, es gibt im Stadion die Rivalität zwischen unterschiedlichen Fans. Also Borussia Dortmund, Schalke 04. Ja, okay. Ist ja auch in Ordnung. Also das genau, soll es ja auch geben. Das ist in Ordnung. Ja. Aber eben die Grenze ist dort angekommen, wo es um Ressentiments, gruppenbezogen geht oder eben um die Frage des religiösen Bekenntnisses, des Antisemitismus. Und da kann es eben dann keine Toleranz geben, auch sanktioniert werden muss so etwas. Ich möchte gerne bei dem Thema bleiben. Um Antisemitismus zu bekämpfen, muss man ihn zuerst einmal natürlich erkennen und dann auch benennen. Ein wichtiges Instrument ist da die Arbeitsdefinition der IRA. Bezieht sich die FDP in ihrer Arbeit auch auf diese Definition? Ja. Und in welchen gesellschaftlichen Bereichen müsste sie Ihrer Meinung nach angewendet werden? Also wir beziehen uns auch darauf und für den umfassenden Sinne müssen wir das wahrnehmen. Wir haben zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser BDS-Bewegung an den Hochschulen darauf auch Bezug genommen und ja hier im Deutschen Bundestag auch auf unsere Initiative hin einen Beschluss erwirkt, dass dieser israelbezogene Boykott und so weiter auch erkannt wird als ein Einfallstor für Antisemitismus. Und insofern im umfassenden Sinne müssen wir uns daran orientieren. Sie hatten es eingangs schon erwähnt. Ich möchte es aber noch mal wiederholen. 4 Worte, die traurig machen und aufwecken zugleich. Schauen Sie nicht weg.
Das forderte der Zentralrat der Juden im Mai nach den antisemitischen Vorfällen auf unseren Straßen mitten in Deutschland. Müsste uns nicht solch ein Appell im Jahr 2021 allein schon schämen? Ja, das muss er. Und deshalb sind wir nie fertig mit der Bekämpfung von Antisemitismus. Und wir dürfen nicht wegschauen. Und unsere Demokratie muss wehrhaft sein. Wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland angegriffen werden, ist das ein Angriff ja auf die Friedfertigkeit unserer Gesellschaft insgesamt. Da sind alle gemeint. Und deshalb müssen wir uns auch gemeinsam dagegen wehren. Zum Beispiel aus Anlass der Angriffe auf Israel von der Hamas, haben wir das unlängst noch besprochen, verstehe ich nicht, warum nicht die Hamas in Deutschland auch als Organisation verboten ist. Es würde es viel leichter machen, auch ihre Symbole, das Zeigen ihrer Symbole zu unterbinden. Nicht nur einzelne Freundeskreise, sondern die Organisation selbst. Warum nicht? Wie ist es eigentlich mit dem Verbrennen der Flagge des Staates Israel? Das kann man auch nicht hinnehmen. Das muss auch strafrechtlich in den Blick genommen werden. Also jenseits des Hinschauens gibt es auch Handlungsbedarf für den wehrhaften Rechtsstaat. Nun denken viele Juden über einen Wegzug aus Europa nach. Bitte nicht. Das zeigen aber auch immer wieder Studien zum Thema Antisemitismus. Sie haben selbst eine vor einigen Jahren auf Facebook gepostet. Das war eine EU-Studie. Wie lässt sich das verhindern? Darüber sprechen wir ja gerade. Und ich weiß, dass viele darüber nachdenken. Bei der Veranstaltung hier vor dem Brandenburger Tor, nachdem ich gesprochen habe Gespräch mit den Teilnehmern der Demonstration, bin ich da auch noch mal ganz konkret mit konfrontiert worden. Übrigens, bei der Gelegenheit, mich hat erschüttert, wie in meinen Social Media die Reaktion zum Beispiel auf meine Rede und die Solidarität mit dem israelischen Volk, wie die aufgenommen worden ist und welche Resonanz das gegeben hat, auch aus der Mitte der Gesellschaft. Stichwort Israel-Kritik. Man muss doch auch aussprechen dürfen. Auch übrigens unter Ihrem Post, den ich gerade zitiert habe, als es darum ging, dass viele Juden darüber nachdenken, aus Europa wegzuziehen. Genau, erschütternd. Ja. Und da gilt, wer schweigt, stimmt zu. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. Wir müssen alles dafür tun, dass jüdisches Leben in Deutschland in seiner Vielfalt möglich ist, dass es sich entfalten kann. Und mich stimmt all das positiv, was in die Zukunft gerichtet ist. Ich hatte das eben ja in unserem kurzen Vorgespräch gesagt. Also dieses neue Bildungszentrum, das in Berlin entsteht, das ist doch so ein Zeichen von Zuversicht. Unter einem Dach die ganze Bildungskette von der Kita an. Das ist ja auf Zukunft angelegt, auf ein Leben hier, auch nicht versteckt, sondern in der Mitte einer Metropole. Das müssen wir sichtbar machen. Und ich bin überzeugt, dass Millionen und Millionen und Millionen Deutsche unterschiedlicher Religion genau dieses vielfältige Land auch wollen. Lassen Sie uns noch kurz nach Israel blicken. Sie waren einer der ersten Politiker, der die Angriffe der Hamas auf Israel, die Raketenangriffe, scharf kritisiert hatten im Mai. Dazu gab es dann auch eine Aktuelle Stunde im Bundestag, bei der auch Frau Merkel anwesend war. Da gab es Kritik von der SPD, dass Sie dort nicht waren. Haben Sie sich einfach gut versteckt oder waren Sie wirklich nicht da? Und wenn ja, warum? Das weiß ich nicht. Also meinen Terminkalender dieses Tages habe ich nicht vor Augen. Aber wie Sie ja zu Recht gesagt haben, die Bedeutung für ein Thema macht sich nicht immer nur daran fest, ob man dann bei einer Parlamentsdebatte anwesend ist oder nicht. Aber es ist aufgefallen zumindest, dass Sie nicht da waren. Ja, es wurde vom politischen Wettbewerb zum Gegenstand gemacht. Aber das ist ein nachvollziehbares parteipolitisches Interesse, in dem Fall glaube ich der SPD. Aber das sagt nichts aus über Prioritäten oder politische Positionen. Wie Sie ja selber gerade gesagt haben, waren wir die Ersten, die die Angriffe verurteilt haben
Und ich war ja auch Teilnehmer hier der Demonstration, der Solidaritätskundgebung vor dem Brandenburger Tor. Also gab es da keinen bestimmten Grund, warum Nein, Sie da nicht... Nein, es war nicht ein politisches Signal des leeren Stuhls. Ganz im Gegenteil. Sie haben beim Bundesparteitag im Mai kurzfristig Ihre Eröffnungsrede geändert. Ja, aus dem Anlass. Und ich habe Josef Schuster eingeladen. Genau, die Lage Israels eingeordnet. Angesichts der, wie Sie es genannt haben, ich zitiere Sie da jetzt, teilweise uneindeutigen politischen Reaktionen aus Deutschland. Nun ist es so, dass die FDP in den vergangenen Jahren sich immer sehr solidarisch an der Seite Israels gezeigt hat, auch klar Position für den jüdischen Staat bekannt hat. Das ist nicht bei allen Parteien so. Daher jetzt meine Frage, sollten Sie ab September der Regierung angehören, wäre das eventuell auch eine mögliche Bedingung für einen Koalitionsvertrag? Ich nehme zunächst einmal die Einladung an, der SPD eine Antwort zu geben. Sie haben ja gerade gesagt, die SPD hat thematisiert, ich sei nicht da gewesen bei dieser Veranstaltung. Das war ein anderes Thema, das war die Aktuelle Stunde im Bundestag. Aber jetzt rede ich von Ihrem Parteitag. Genau, also und die uneindeutigen Äußerungen, die ich gemeint habe, die kamen nämlich aus der SPD. Okay. Nämlich damals der Hinweis, man müsse ja schon solidarisch sein mit Israel, aber wenn man dorthin zum Beispiel Sicherheitsgüter exportiert, dann müsse man auch mitreden dürfen. Sie erinnern sich, so hatte sich der damalige, der SPD-Vorsitzende geäußert. Herr Walter-Borjans, ich weiß. Genau. So, und nein, da müssen wir nicht so mitreden. Sondern, das haben aber fast alle so gesehen. Also das war genau, aber selbst, das waren die uneindeutigen Äußerungen, immerhin der Vorsitzende einer Regierungspartei. Ja. Das habe ich der SPD auch mal einen mitgegeben. Dass das Existenzrecht Israel ernst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das israelische Volk auch in Sicherheit leben kann. Das muss natürlich ein Bestandteil deutscher Außenpolitik sein, auch deutscher Sicherheitspolitik, völlig klar. Und das bedeutet nicht, dass jede innenpolitische Debatte in Israel man ungeteilt unterstützen muss. Das ist eben eine Demokratie. Darum geht es nicht. Eben. Aber deswegen geht es trotzdem um Solidarität gegen Israel, um fair nach Israel zu blicken. Ja, genau. Und zwar aus den beiden Gründen. Und das haben wir bei vielen Parteien eben nicht so klar wie vielleicht bei der FDP positioniert. Ja, so ist es. Und zwar aus dem doppelten Grund, den ich genannt habe, den ich auch übrigens seinerzeit hier, fällt mir ein, bei der Solidaritätskundgebung genannt habe. Es ist die Verantwortung vor unserer Geschichte, die Verantwortung für die Shoah, aber es ist eben auch die einzige Demokratie in der Region. Absolut. Und dieser doppelte Grund nimmt uns in die Pflicht. Aber Herr Lindner, ich bleibe dabei. Als Opposition ist es trotzdem einfach zu sagen, ich stelle einen Antrag oder das muss sich ändern. Es ist aber noch mal was anderes, wenn man Teil der Regierung ist und sagt, das muss man dann auch umsetzen. Ja, ich sehe den Punkt, aber ich kann da jetzt nur anzeigen, unsere Position, die wir in eine Regierung einbringen, und ich mache jetzt keine Werbung für ihn, das wäre, glaube ich, zu viel und das hat er auch nicht nötig. Aber zum Beispiel der Armin Laschet. Also ein bisschen nötig hat das gerade schon, wenn man sich die Umfragewerte anschaut. Ja, das stimmt, aber das wäre nicht so glaubwürdig, wenn ich das jetzt so gönnerhaft machen würde. Aber in dieser Frage, Blick auf Israel und jüdisches Leben, also ich glaube, da würde ich persönlich mit ihm viele Übereinstimmungen finden. Ich glaube, Herr Lindner, sagen zu dürfen, Sie sind ein Mann, der klare Worte liebt, der selbst auch gerne Tachles redet. Ein Thema, um das wir nicht drum herum kommen, ist natürlich die überraschende Wahl Ihres FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens im vergangenen Jahr. Das hat, das wissen Sie selbst, ein politisches Erdbeben ausgelöst. Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, sagte damals, damit verlässt die FDP den Konsens der demokratischen Parteien, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten oder auf die Unterstützung der Rechtspopulisten zu zählen. Warum hat Ihre Partei damals ihre eigenen Überzeugungen verraten? Zunächst mal habe ich unmittelbar nach der Wahl von Herrn Kemmerich ja das Gespräch mit Herrn Schuster gesucht. Wir waren mit einer Delegation von FDP-Kolleginnen und Kollegen unmittelbar danach bei ihm zum persönlichen Gespräch, um zu unterstreichen, dass es eben
kein Zusammenwirken der FDP mit der AfD gibt. Das ist für uns völlig ausgeschlossen. Die AfD ist eine Partei, die eine entgegengesetzte Grundeinstellung zu nahezu allen Wertefragen hat im Vergleich zu uns. Es ist eine völkisch-kollektivistische Partei und wir sind eine liberale, individualistische Partei. Die Vorgänge in Thüringen basieren auf Fehleinschätzungen. Der Ministerpräsident der Linkspartei, mit dem wir nun auch in einem Wettbewerb stehen, erklärte seinerzeit, Herr Ramelow, es sei ein Demokrat in die Falle der AfD gegangen. Und jene AfD hat ja auch erklärt, eine solche Falle aufgestellt zu haben, als eine neue destruktive Oppositionsstrategie, eigene Kandidaten aufzustellen, die danach aber gar nicht gewählt werden, nur um Demokratinnen und Demokraten in Verlegenheiten zu bringen, um den Parlamentarismus zu destabilisieren. Ich bin deshalb froh, dass dieses Ereignis von Thüringen zum Anlass genommen werden konnte, nochmal zu unterstreichen, dass unsere Partei nichts mit der AfD gemein hat und es keinerlei Zusammenwirken gibt. Und es war eine Erleichterung, dass Herr Kemmerich in weniger als 24 Stunden auch die Situation bereinigt hat. Ja, dennoch hat Ihr Vize Kubicki ihm erstmal gratuliert und gesagt, ein Kandidat der demokratischen Mitte habe gesiegt. Muss man sich nicht trotzdem als anständiger Liberaler schämen, wenn sich ein FDP-Mann mit den Stimmen der AfD wählen lässt? Ich glaube, dass in der konkreten Situation Wolfgang Kubicki nur den ihm gut bekannten Thomas Kemmerich gesehen hat und nicht die Konstellation, aus der heraus diese Wahl zustande gekommen ist. Ich glaube, dass Wolfgang Kubicki diese Gratulation kurz Zeit später so nicht wiederholt hätte. Bleiben wir trotzdem noch ganz kurz beim Thema AfD. Ein Politikberater der Partei hat angeblich auch zu FDP-Funktionären ein enges Kontaktnetz geknüpft. Da gab es auch eine Sondersitzung, eine Krisensitzung im vergangenen Monat. Die FDP sagt, sie will das Ganze aufarbeiten. Wie sieht es da jetzt aus? Ja, das betrifft, Hessen, wenn ich das genau, ja. Hessen, das kann ich im Einzelnen nicht sehen. Ich finde das, kann das noch gar nicht verstehen, was dieser Mensch genau beabsichtigt. Ich nehme wahr, dass er auch etwa Kontakte hat zu den Neos in Österreich. Genau. Das ist ich sage mal, linksliberale Schwesterpartei. Also tritt ihr nicht zu nahe, wenn man sagt, dass die etwas egalitärer auftritt als die FDP. Also was da tatsächlich beabsichtigt ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass dieser Mensch keinen Einfluss auf unsere politischen Inhalte hat und was er genau beabsichtigt. Deshalb, also für mich ist das rätselhaft. Aber es wird weiter an der Aufarbeitung gearbeitet innerhalb der Partei? Ja, das machen unsere hessischen Freunde. Man muss ja vor allem fragen, was will und was macht der? Also auf Veranstaltungen gleichzeitig zu sein, hat ja keinen Einfluss auf uns. Aber was macht der genau? Und ja. Also als Politikberater, irgendwas wird im Sinn gehabt haben oder ja, haben? Ja, bei uns berät dieser Mensch nicht und auch nicht die hessische FDP, sondern da gibt es irgendwie, wenn ich das der Presseberichterstattung wahrgenommen habe, dann ist er auf Veranstaltungen zugegen, wo auch FDP-Mitglieder und Kommunalpolitiker sind. Aber ich kann ausschließen, dass es irgendeine Form von Einfluss auf die FDP gibt. Bevor ich mit Ihnen noch mal über jüdische Vielfalt in Deutschland und eben auch jüdisches Leben noch mal sprechen möchte, gibt es ein wichtiges Thema. Wir hatten es vorhin schon gehört im Einspieler. Ich zeige Ihnen dazu auch gleich noch mal etwas. Und zwar das Thema Hate Speech. Da hat sich, also gerade in den letzten Monaten und in den Wochen, Angst breit gemacht, gerade auch bei den jungen Jüdinnen und Juden in unserem Land. Man hat gesehen, dass es nicht nur einen hasserfüllten Mob auf unseren Straßen gibt, sondern eben auch im Internet. Jetzt gibt es ein neues Gesetz, das im April in Kraft getreten ist, gegen Hass im Netz. Die FDP hat sich bei der Abstimmung im Bundestag ihrer Stimme enthalten.
Ihre Partei gilt auch als einer der größten Kritiker des Netzwerkdurchsuchungsgesetzes. Viele FDP-Abgeordnete haben die Angst, dass da die Meinungsfreiheit in Gefahr wäre. Was bitte ist aber mit der Gefahr vor Hass, vor Hetze im Netz? Es gibt bestimmte Äußerungen, die kann nicht einfach ein Provider selbst löschen und die Sache ist erledigt. Es gibt bei bestimmten Äußerungen einen Strafrechtsanspruch des Staates. Da ist es nicht damit getan, dass Facebook ein Posting löscht. Und 10 Millionen übrigens. Ja. 10 Millionen hat Facebook 2020 entfernt, nur allein Inhalte der Kategorie Hate Speech. Ja. Das ist schon eine Menge. Genau, aber es gibt eben auch einen Strafrechtsanspruch des Staates. Also Leugnung des Holocausts zum Beispiel. Das ist nicht einfach getan, damit das zu löschen, sondern das ist auch ein Strafrechtsanspruch. Und deshalb, wie ich eben ja schon sagte, unser Zugang ist nicht, dass die Plattformen selbst jetzt Inhalte kontrollieren, sondern unser Zugang ist über Strafrecht und Strafverfolgungsbehörden und übrigens auch eine vitale Bürgergesellschaft. Das ist aber auch eine Kapazitätenfrage. Wie soll das dann umgesetzt werden in der Realität? Das stimmt, das ist eine Kapazitätenfrage. Es ist vor allem auch eine Werteabwägungsfrage. Auf der einen Seite ist die Meinungsfreiheit und das, was befürchtet wird von unseren Rechtspolitikern, ist die Gefahr des Overblocking. Dass also Dinge blockiert werden, obwohl sie eigentlich als Meinungsäußerung noch zu tolerieren wären. Das ist eine Einschätzungsfrage. Und deshalb möchten wir ungern das, was eigentlich Strafrecht ist, in die Hände von privaten Institutionen geben. Und wie lässt sich dann aber finanzieren, wenn Sie sagen, das soll anderweitig kontrolliert werden? Also da gibt es ja jetzt schon mangelnde Kapazitäten. Die absolut richtig. Deshalb sagte ich ja eben, wir müssen in einem der Kernbereiche staatlicher Tätigkeit, der Justiz, müssen wir die Augenhöhe zu den Anforderungen herstellen. Und insbesondere im gesamten Online-Bereich haben wir schon Kapazitäten, aber sie sind eben nicht ausreichend. Und im Übrigen ist es auch eine Sache von uns selbst, eben zu widersprechen und sich einzuschalten. Da würde ich Ihnen auch gerne nochmal, Sie müssen sich heute nicht nur meinen Fragen stellen, sondern wir haben uns ja auch in den jüdischen Gemeinden umgehört. Und da würde ich Ihnen gerne nochmal einen Einspieler auch zu dem Thema Hate Speech zeigen. Hallo Herr Lindner, mein Name ist Hanna Feiler und ich bin Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands. Die FDP möchte sich für mehr Freiheit im Internet einsetzen und diese auch im Grundgesetz verankern. Gleichzeitig erlebe ich als Jüdin und als Frau, die in der Öffentlichkeit steht, jeden Tag sehr viel Gewalt im Internet. Daher lautet meine Frage, was konkret möchte die FDP gegen diese Art von Gewalt im Internet tun? Das, was Frau Feiler anspricht, hatten wir gerade vorher ja schon besprochen. Und übrigens, bevor Sie darauf antworten, nur 12% der Bevölkerung laut einer aktuellen Studie in Deutschland sind der Meinung, dass die Regierung genug gegen Hass und Hetze im Netz macht. 12%, nur für Sie als Hintergrund. Ja, das würde ich ja dann auch unterstützen, weil ich es ja eben nicht privatisieren will. Also wir sind ja gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht, weil wir hasserfüllte Äußerungen im Internet tolerieren wollen, sondern weil wir bestimmte Fragen nicht in die Hand privater Zensur geben wollen, sondern weil wir das als eine Aufgabe des Staats mit seinen Strafverfolgungsbehörden sehen. Und das möchten wir eben ungern, dass er das aus seiner Hand gibt, weil es leichter ist oder weil man glaubt, das sind dann technische Lösungen. Und da wollen wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Verbindung mit einer Stärkung der zuständigen Behörden modifizieren. Aber eben ganz im Sinne auch von Frau Feiler, um da auch im Netz zu einem anderen Meinungsklima zu kommen. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal über jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen kommen. Sie haben das ja in Ihrem Antrag auch erwähnt. Es geht Ihnen um Vielfalt, es geht Ihnen aber auch um Bedürfnisse und Perspektiven. Welches Perspektiven könnte man da Jüdinnen und Juden in unserem Land geben? Und wie kann man den Bedürfnissen eher gerecht werden? Na, die besten. Also wir haben jetzt ein paar Punkte ja schon besprochen. Die spezielle Situation der älteren Gemeindemitglieder und die materielle Not dort. Dann im Vorgespräch
die Sensibilisierung für jüdisches Leben und Antisemitismus in der Schule, an meinem eigenen Beispiel, dass ich niemals Auschwitz als Schüler oder überhaupt nur ein anderes KZ besucht hätte, um das nun noch aufzunehmen. Und vielleicht geht es bis hin zu so konkreten Fragen, dass der deutsch-israelische Jugendaustausch zu einem institutionalisierten Jugendwerk gemacht wird, um es abzusichern und mit einer Bedeutung auszustatten. All das können ja auch Symbole sein, die veranschaulichen, dass diese Gesellschaft und dieser Staat sich engagieren für Vielfalt und für jüdisches Leben in unserer Mitte, dass wie selbstverständlich, weil es selbstverständlich ist, dazugehören soll. Aber genau das ist ja, das, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn wir über die Vielfalt reden. Viele Bürgerinnen und Bürger wissen von dieser Vielfalt ja überhaupt nichts. Das ist das Problem. Man denkt an Antisemitismus, man denkt an den Holocaust, aber von dieser Vielfalt kriegt man ja überhaupt nichts mit. Wie kann man dieses florierende jüdische Leben nach außen hin präsenter gestalten? Ja, ich habe ja gerade noch einen Vorschlag gemacht über die Schulen, über das deutsch-israelische Jugendwerk. Aber eben nicht nur mit der Aufarbeitung von damals, ja, sondern mit dem heutigen. Das Jugendwerk ist ja was Gegenwärtiges. Ja, genau, aber ist ja was wegen ganz der Gegenwärtiges. KZ-Gedenkstätten beispielsweise, da geht es ja um die Vergangenheit, was wichtig ist. Aber wenn wir genau auch in die Zukunft schauen, über diese Vielfältigkeit von Ach, bitte haben Sie einen Vorschlag für mich. Ich frage Sie ja, Sie wollen ja vielleicht ab September mitregieren. Also das ist ja dann Ihr Verantwortungsbereich zu sagen, dass man diese Vielfältigkeit, die an Ihrem Antrag steht, auch nach außen hin zeigt. Ja, wir haben ja viele einzelne Vorschläge unterbreitet, was man also, tun kann. Nicht nur kann. Bildung, sondern eben auch Begegnungen. Absolut, gerne Begegnungen. Also wie gesagt, wir haben ja die aus unserer Sicht sinnvollen Ideen da präsentiert. Aber wie gesagt, ich bin nicht allwissend und ich lerne jeden Tag. Und deshalb, wenn es Wünsche und Vorschläge gibt, ich nehme sie gerne auf. Und vielleicht ist das auch so der Schlussgedanke, dass mit der Verabschiedung eines Wahlprogramms und dem Eintritt in eine Regierung ja nicht der Dialog zu Ende ist, sondern ein neuer könnte beginnen. Genau, dass das Zuhören dann erst wirklich beginnt und die Sensibilität für die spezifischen Bedürfnisse einer wichtigen Gruppe unseres Landes. Das heißt, abschließend ganz kurz, vielleicht in 4, 5 Sätzen, wenn Sie es schaffen, sollten Sie ab September der neuen Bundesregierung angehören. Was können Sie jetzt hier versprechen? Ändert sich für Jüdinnen und Juden in unserem Land? Fürs ganze Land Freiheit und Toleranz. Und das sind zugleich Werte, die Wehrhaftigkeit erfordern, beide. Sehr gut, das waren sogar weniger als 5 Sätze. Herr Lindner, vielen Dank für die interessante Gesprächsrunde. Danke, dass wir uns waren in der Tachles Arena. Ja, das war sie auch schon, die heutige Ausgabe der Tachles Arena. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch am 19.09. wieder einschalten. Denn dann ist Armin Laschet, der CDU-Kanzlerkandidat, bei uns zu Gast. Also bitte nicht vergessen, uns bis dahin auch wieder Fragen, Anliegen oder Sorgen per Video zukommen zu lassen. Und bis dahin machen Sie es gut. Bis bald in der Tachles Arena.